eine schwul-lesbische Kita. Die deutschlandweit erste. Ich mache mir einfach nur ehrlich sehr Sorgen um diese Kinder. Vielfältig und divers sein kann. Also dass Lebens- und Lebensformen eben auch anders aussehen können. Und das ist, was hier sichtbar werden wird. Unglaublich gefährlich, was hier passiert. Ja. Hier soll im Endeffekt Pädosexualität möglicherweise salonfähig gemacht werden oder irgendwie beiläufig diese Themen vermischt werden. Ist es Pflicht, schwul und trans zu sein? Wenn das das Alleinstellungsmerkmal ist, muss es doch eine Schwulpflicht geben. Deutschlands erste Schwulen- und Lesben-Kita ist in den Startlöchern in Deutschland. Hier hat die Bild das gerade veröffentlicht. Ich war natürlich mal wieder schockiert. Lass uns doch heute einfach mal in den Beitrag reinschauen, ob diese Gänsehaut, die ich gerade bekommen habe, zu Recht oder zu Unrecht war. Und auch ein ganz großes Thema heute hier in dieser Sendung, über das wir viel diskutieren und viel reden werden. Eine schwul-lesbische Kita. Ja, tatsächlich. Noch wird an einem schlichten Betonbau in Berlin-Schöneberg gehämmert und geschraubt. Doch das, was da dann entsteht, hier sehen wir die Pläne, sorgt schon vor der Eröffnung für ordentlich Sprengstoff. In Berlin eröffnet die deutschlandweit erste schwul-lesbische Kita. Ja, und er ist einer der Initiatoren dort. Also die Frage, die mir auffällt, ist, okay, zum einen, dass das ja immer mehr eingeflossen wird, Homosexualität und verschiedene Sexualitäten in die Bildung und auch sowieso in die Kitas, aber jetzt, dass sich gesondert auch noch was entwickelt, die sich als Schwulen- und Lesben-Kita positioniert, das ist ja in erster Linie wahrscheinlich ja etwas, wo mir jetzt die Frage auch aufkommt, hat es was mit der Sexualität der Eltern zu tun? Ja, oder? Was hat es aber dann mit der Kita-Einrichtung der Kinder zu tun? Was hat es mit der Sexualität der Kinder zu tun? Ich bin mal gespannt, worin diese sich unterscheidet. Die macht nur noch fassungslos. Im Vorstand des Gesellschafters dieser Schwulenberatung sitzt Pädophilieverfechter Rüdiger Lautmann. Das ist dieser Mann. Und immer wieder hat er Pädophilie tatsächlich öffentlich für... Das ist natürlich der Erste, dem du dein Kind anvertraust. Ja, mach mal Pause. Würdest du ihm dein Kind anvertrauen? Also... mir ist auch die Person bekannt durchaus und er ist nicht die einzige Person, wo in Verbindung mit Homosexualität und Pädophilie auftaucht. Es ist ja nicht in einen Topf zu werfen, pauschal, aber interessant ist, dass in dieser Szene immer mehr auch mit Pädophilie auftauchen, wo ich krass finde. Also auch teilweise auch Tiersexualität, was auch nochmal ein ganz anderes Thema ist, aber wieso hängt diese alternative Sexualität so mit diesen ganzen Dingen zusammen. 1990 hat er das Buch geschrieben, Die Lust am Kind, Porträt des Pädophilen. Tja, und dieser Mann steckt jetzt also hinter dieser unglaublichen Kita-Gründung. Ich habe mich ein bisschen auch über dieses Buch erkundigt. Das unterscheidet nämlich Folgendes. Er möchte mit diesem Buch vermitteln, ist ein Unterschied Sexualität mit dem Kind, wenn man das Kind zwingt. Oder wenn das Kind selber möchte. Und unterschwellig vermittelt er halt mit dem Buch, wenn das Kind doch will, ist es doch legitim. Also das ist so ein bisschen die Kernbotschaft seines Buchs und dieser eröffnet jetzt eine homosexuelle Kita. Das ist quasi, wenn man sagt, wenn das Kind das will, kein Kind von sich aus will, dass das automatisch dieses Grooming, nennt man das im Englischen, dass du es quasi sowieso heranziehst. Wie dieses Stockholm-Syndrom also quasi im Prinzip. Ja. Eine schwul-lesbische Kita. Die deutschlandweit erste. Sie soll hier im Frühjahr nächsten Jahres eröffnen. Ein umstrittenes Projekt, das Geschäftsführer Marcel de Groot und Abteilungsleiter Jörg Duden von der Schwulenberatung Berlin so erklären. Was man hier sehen kann und was hier Schwulenberatung auch sichtbar gemacht wird, ist, dass das Leben eben jenseits von der normalen, in Anführungsstrichen, Familie mit Mami und Papi vielfältig und divers sein kann. Also dass Lebens- und Lebensformen eben auch anders aussehen können. Und das ist, was hier sichtbar werden wird. Das Konzept in der Kita soll vorgelebt werden, wie es ist, schwul oder lesbisch zu sein. Dazu soll auch entsprechendes... Kurze Frage, wenn Sie in so einer Familie leben, kriegen Sie es nicht den ganzen Tag im Alltag mit? Jetzt gerade in Berlin ist es ja schon anders als in anderen Städten des Landes. Es ist wie wenn du sagst, okay, dann brauchen wir jetzt auch Schwulen und Lesben Schulen. Im Prinzip. Vielleicht gibt's und Schwulen und Lesben Arbeitsstellen, weil du ja eventuell verwirrt sein könntest. Das ist quasi... Man versucht es so weit zur Normalität zu machen,
dass es das andere zur Seite drängt, als wäre das unnormal. Quasi als wäre normale Familie, Vater, Mutter, Kind schon nicht mehr normal. Deswegen brauchen wir abgesondert unser eigenes Ding. Weil ich meine, selbst da hacken sie ja den Ast ab, auf den sie selber sitzen. Man möchte ja für die Rechte eintreten. Und jetzt tut man sich quasi eine Exklusivstellung erarbeiten und eine eigene Art von Kita entwickeln, wo sie ja eigentlich dadurch ja irgendwie ausgrenzt ja wieder. Dürften wir rein theoretisch. Unabhängig jetzt diese Sexualität zu bewerten und irgendwas dazu zu sagen, sondern rein, die tun sich doch jetzt damit eigentlich selber ausgrenzen. Und ich frage mich halt auch, wer sein Kind dorthin schickt. Sind es dann primär Leute, die selber homosexuell sind? Aber dann wachsen ja die Kinder eben nicht in dieser Vielfalt auf, weil ja fast jede Elternteile ja homosexuell und trans sind, oder nicht? Stimmt, im Prinzip sagen sie, es geht um die Vielfalt und dann... Dann wissen sie nicht mehr, was hetero ist, so gut deutsch gesagt. Sehr seltsam eigentlich, ja. Stimmt, widerspricht sich selbst. Wenn man in diesem Umfeld reinwächst und nur noch die Kontakte hat. Material gehören. Es gibt so normale Kinderbücher vielleicht, die man kennt, aber auch Kinderbücher, wo dann der Prinz einen Prinz heiratet oder die Prinzessin eine Prinzessin oder eine Prinzessin feststellt, sie ist vielleicht doch lieber ein Prinz und keine Prinzessin. Also es soll spielerisch, sag mal, andere Lebensweise als Teil mitgeteilt werden. Den Kleinen solle es so leichter fallen, sich später zu outen. Das ist halt einfach absurd, weil ein Kind das absolut nicht interessiert. Also es geht darum, dem Kind soll es später leichter fallen, sich zu outen. Ja, eben, das nennt man Grooming. Was sagen die Leute, die erzieherisch, pädagogisch mit dem Thema auch ein bisschen Ahnung haben, die sagen, hey, man kennt so ein bisschen diese Mainstream-Psychologie, vielleicht gibt es hier Zuschauer, ich bin mir sicher, die auch in einer Kita oder in erzieherischen Einrichtungen arbeiten. Was haltet ihr davon? Was haltest du davon als Elternteil? Würdest du dein Kind dorthin schicken? Wir haben jetzt schon Bewerbungen vom Eltern, die sagen, ja, mein Sohn trägt gerne Kleider zum Geburtstag. Ob die Eltern das feststellen können, genau, würde ich sagen, das ist vielleicht zu früh. Aber die Eltern wollen auf jeden Fall nicht, dass ihr Kind abgelehnt wird. Die wollen, dass ihr Kind selbstverständlich ein Teil der Gesellschaft ist, auch wenn das Kind nachher schwul oder lesbisch ist. Also mehr oder weniger eine vorbeugende Maßnahme, so man will. Insgesamt 93 Kinder sollen am Südkreuz in Berlin betreut werden. 60 Voranmeldungen gibt es bereits. Okay, krass. Wie es heißt, müssen die Jungen und Mädchen im Alter von erst unter 5 Jahren noch nicht wissen, ob sie schwul oder lesbisch sind. Da wieder fällt mir ein, der Reporter. Berlin ist ja so viel Freiheit. Alle genau. Kinder würden aufgenommen. Und auch eine Kita-Leitung und Stellvertreter sind bereits gefunden. Die Besonderheit ist, dass es eben unter dem Dach der Schwulenberatung stattfindet und deswegen eben das Team sich vor allem auch zusammensetzt aus schwulen und lesbischen und trans KollegInnen. Das ist eigentlich die größte Besonderheit. Eine Kita, die für mich... Frage, ist es Pflicht, schwul und trans zu sein? Was, wenn ich als nicht schwul und trans dort einen Job haben will? Tun sie mich damit ausschließen und diskriminieren? Wenn das das Alleinstellungsmerkmal ist, muss es doch eine Schwulpflicht geben als... Gibt es dort eine Schwulpflicht? Kann ich nach meiner... Ja, aber dann diskriminieren sie mich doch mit meiner Sexualität. Was hat meine Sexualität mit meinem Job zu tun? Dass es immer negativ ist, wenn ein Elternteil nicht da ist. Und jetzt auf einmal ist es so dargestellt... Als wäre es ein Gewinn, kein Vater oder keine Mutter zu haben. Das ist völlig in Ordnung. Das ist totaler Schwachsinn. Es ist nicht in Ordnung. Und der Schaden, der wird sich 100% sichtbar machen... Also ich habe in meiner Kindheit eine väterliche und eine mütterliche Bezugsperson in meinem Leben gebraucht. Das hat nichts erstmal mit meiner religiösen oder sexuellen Überzeugung zu tun, sondern ich bin sehr froh, keine zwei Mütter zu haben, also mit zwei Frauen aufgewachsen zu sein oder mit zwei Männern, weil in dieser Konstellation nicht das gegeben wäre, was gesund für mich wäre. Ich kann von mir reden. Ja, eigentlich, wie du gerade sagst, ja, das nicht gesund für dich ist. Und das hier... Ist so quasi ein Übermaß der Ungesundheit. Ja, das ist, dass du sagst im Sinne von, oh, wir sind alle quasi, wir tun unseren Kindern alle im Prinzip nicht das volle Maß geben, lasst uns einfach das alle zusammen machen. Und dann irgendwie, das macht's wieder wett oder ich weiß nicht, was ist denn die Logik dahinter? Ich befürchte halt dadurch, dass das halt primär halt die Leute anspricht, tatsächlich, die auch selber diese Orientierung haben
und damit noch weiter ein Ökosystem sektenähnlich aufbauen, dass die Kinder, die vielleicht nicht homosexuell sind, nur noch in so einem Trans-Umfeld sind und dann das Einfluss nimmt auf die gesunde Entwicklung eines Kindes, wenn man dann nur noch Väter hat. Und ich meine, stell dir mal vor, dein Kind, ja, du in diesem ganzen Wirrwarr wächst das Kind auf und dann entscheidet sich das Kind irgendwann und sagt, du Mama, Papa, ich bin 100% hetero, also mit voller Gewissheit. Ja. Ich bin hetero, ich will eine Frau haben und will ein Kind haben und weißt du, was für einen Druck das Kind von seinen Eltern bekommen würde? Sich als nicht schwul zu outen? Alle reden hier übers Outen, aber stell dir mal vor, was das für ein Druck ist. In einer schwulen Gesellschaft, wo alle schwul und lesbisch sind, sich als hetero zu outen. Weil du bist derjenige, der es immer hat, Hass. Du bist derjenige, der hasst. Und das hat nichts mit Hassen zu tun in dem Moment. Ja, keine Ahnung, ein bisschen schon okay, ich weiß, befremdlich. Ja, aber ich finde allein diese Tatsache, dass der eine, der halt Pädophilie vertritt oder zumindest nicht schlecht redet, behauptet, ja, es kann eine Liebe, wenn man eine Liebe entwickelt, ja gut, dann fang an, diesen Kindern noch zu erzählen, das ist voll in Ordnung, nicht nur ein Ehepaar, quasi ein geschlechtliches Ehepaar zu sein, sondern auch, ja, eigentlich im Prinzip könnt ihr ja auch eine Beziehung mit Älteren führen. Bam. Ja, was ist, wenn das Kind, das minderjährige Kind, sich einfach älter fühlt, man heute? Wenn man doch heutzutage schon anhand von Gefühlen sein Geschlecht ändern kann, ja? Ja, es geht alles. Akzeptanz und Diversität sorgen soll, aber auch die Frage aufwirft, braucht es solch eine Kita wirklich? Müssen Kleinkinder wirklich schon mit ihrer Sexualität konfrontiert werden? Birgit Keller bei uns, Publizistin und auch nicht unbedingt große Verfechterin dieses Plans. Schön, dass Sie bei uns sind. Wir haben gerade die letzte Frage in diesem Beitrag gehört. Müssen Kinder wirklich in dem Alter so früh schon mit diesen Themen sich auseinandersetzen? Ich muss dazu sagen, Kita-Platzmangel in Berlin, der ist wirklich groß. Wahrscheinlich freut man sich über jeden Kita-Platz, den man bekommt. Aber ist dieses Konzept wirklich notwendig? Es ist eher notwendig, Kinder davor zu schützen. Also normalerweise haben wir Konzepte in Deutschland, die Prävention betreiben, dass man Kinder vor der Sexualität von Erwachsenen schützt, dass wir versuchen, es von ihnen fernzuhalten. In diesem Kontext ist es nahezu irritierend, dass hier jetzt konzeptionell ein Kindergarten entsteht, der sich ja explizit daran orientiert, Kindern die Sexualität von Erwachsenen in all ihrer Vielfalt nahebringen zu wollen. Und das in einem Alter, wo Kinder überhaupt nicht mit diesem Thema konfrontiert werden sollten. Also für mich ist das eher eine Frage, irgendwie müsste hier nicht allein aus Kinderschutzgründen das Ganze verhindert werden. Ja. Die Regel soll ja in dieser Kita sein, dass man als 4 oder 5 Jahre altes Kind noch nicht wissen muss, ob man schwul oder lesbisch ist. Ja, wie schön. Sie sind ja schön. Selber Mutter. Können Sie sich vorstellen, dass eines Ihrer Kinder dann in dem Alter überhaupt darüber nachdenkt und für sich äußern kann, Mama, ich bin schwul oder lesbisch oder eben auch nicht? Damit ein Kind von 3 Jahren sagen kann, dass es schwul ist, müssen sie es ihm vorher erklären, was das bedeutet. Und es würde nicht einmal dann verstehen, was es bedeutet, weil es nicht einmal Heterosexualität begreift in diesem Alter, weil das schlicht kein Alter ist, in dem man mit Kindern über Sexualität in dieser Ausführlichkeit sprechen muss. Ich meine, wenn man sich mal, es gibt so viele Reportagen von Menschen, die in ihrer Kindheit, von jungen Alter an, sexuell misshandelt wurden, lass es sein von Familien, Freunden, von der Familie selbst, etc. Und egal welcher dieser Personen, die erzählen immer, dass es irgendwann im älteren Alter erst einen Punkt gab, wo sie verstanden haben, was sich davor alles abgespielt hat und dass das nicht normal war. Das heißt, davor die ganze Zeit haben sie gar nicht wirklich begriffen und verstanden, was das ist. Und deswegen, wie sie sagt, das ist kein Alter, um Kinder mit Sexualität in dem Ausmaß zu konfrontieren. Das sagt es schon ganz richtig. Ja, das hat überhaupt nichts da zu suchen, weil die Kinder das auch gar nicht fassen können. Ja, und sie diskriminieren sich eigentlich damit selber, so gesehen, weil sie sich ja damit ausgrenzen und quasi so ein eigenes Ökosystem öffnen. Ja, wann öffnen die ersten schwulen Schulen? Wann öffnen die ersten schwulen, deutschlandweit schwulen Kitas? Wann öffnen die schwulen Kaufhäuser? Ja, dann gibt es noch, ja, keine Ahnung. Also für die Schwulen noch die eigenen Toiletten, die Gender-Toiletten, dann braucht man noch sämtliche Einrichtungen kann man ja für Schwule machen. So. Die Frage ist, ob sie sich mit diesem Ökosystem nicht ausgrenzen.
Ja. Ich mache mir einfach nur ehrlich sehr Sorgen um diese Kinder. Allein jetzt schon. Das ist einfach... Aber 60 Anmeldungen, also ja. Fast voll schon die. Und nach dieser Reportage bei der Bild werden sich noch die letzten gemeldet haben. Ganz sicher, die haben damit Werbung gemacht für diese Sache. Sollte. Es ist schlicht eine geistige Überforderung. Kinder in diesem Alter sollten spielen, sollten Bauklötze stapeln, sollten mit ihren Freunden auf dem Spielplatz toben und sollten nicht überfrachtet werden mit den Anliegen von Erwachsenen. Und mich stört die Perspektive hier. Ja. Hier wird immer aus der Perspektive von Erwachsenen wird ja hier konzipiert. Es ist ja nicht das Interesse der Kinder, dass sie sich mit dem Thema schwul, lesbisch oder gar trans auseinandersetzen sollen in diesem Alter, sondern es ist ja hier die Initiative von Erwachsenen, die gerne möchten, dass Kinder sich damit befassen. Indoktrinieren. Wir sprechen hier also nicht über das Kindeswohl, sondern wir sprechen hier über Lobbyarbeit, die nach Kindern greift. Und das ist der wesentliche Unterschied. Hier, das alles, was hier getan wird, wird nicht für die Kinder gemacht, nicht im Interesse der Kinder gemacht, sondern im Interesse von schwul-lesbischen Lobbygruppen. Und das ist etwas, wo ich sage, ja, kann man dieses Interesse, kann man haben. Ich halte es aber für falsch und ich halte es für kinderübergriffig, was hier passiert. Das Argument der Betreiber der Kita ist ja, man wolle so möglichst früh Toleranz den Kindern nahebringen und ein tolerantes Miteinander leben. Was setzen Sie dem entgegen? Ja, aber ich habe meine eigene Meinung und ich finde das nicht in Ordnung. Ja. So, das heißt, eigentlich sagst du, ja, man muss die so aufziehen, dass sie Ja und Amen zu allem sagen. Ja, Indoktrinierung eben. Ja genau, die Interessen der Erwachsenen werden den Kindern übergestülpt und auch so eine Kita ist auch ein Business. Auch hier wieder. Genau. Ich glaube, dass Toleranz nichts mit Sexualität zu tun hat in diesem Alter, sondern dass Toleranz ja auch ein grundsätzliches pädagogisches Ziel ist, jedem gegenüber. Jedes Kind ist unterschiedlich, in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Auch erleben Kinder selbstverständlich auch in dem Alter schon völlig unterschiedliche Familienkonstellationen. Das ist nichts, was jetzt grundsätzlich sozusagen eine extra Kita-Form benötigt, sondern hier geht es explizit um eine bestimmte, um das Thema Sexualität. Und das hat, das ist nichts, was in diesem Alter irgendwie eine Konfrontation bei Kindern braucht oder eine extra Schulung, sondern wenn Kinder von vornherein lernen, dass man mit jedem respektvoll umgeht, werden sie das selbstverständlich später auch mit jedem anderen Menschen tun, egal wodurch er sich von ihnen selbst unterscheidet. Das hat ja nichts grundsätzlich zu tun mit LGBT-Themen, sondern lernen, Toleranz, Respekt, respektvoller Umgang auch mit unterschiedlichen Menschen ist ein grundsätzliches pädagogisches Ziel, das wir jetzt allerdings auch schon verfolgen in den Kindergärten und Schulen. Also eben, ich frage mich dann auch, wie viel wird dort dann die Toleranz gegenüber, nochmal zu erwähnen, denen sein, die dann nachher einfach ganz normal hetero sind? Oder ist es dann so ein Ding von, oh, das sind die Bösen, deswegen von den Eltern reinzukriegen, deswegen haben wir unser eigenes Ding gegründet, deswegen müssen wir euch hier hin auf die, weil das ist total verdreht alles irgendwie. Und ich habe noch nie einen Homosexuellen in dieser deutschen Gesellschaft als nicht jemanden gesehen, der nicht toleriert wurde. Ich habe noch nie einen gesehen. Was ich aber weiß ist, wenn ich mal auf der Arbeit eine Bibel aufgeschlagen habe, war ich der komische Mensch, der sowas tut. Da ist keine Toleranz dafür. Wenn ich dann gesagt habe, hey, ich bin am Wochenende in der Kirche gewesen, da war keine Toleranz, da war kein Verständnis. Aber wenn man auf einer Gay-Parade war, da hat man mehr Verständnis heutzutage, so blöd es klingt. Ja, aber trotzdem. Und nimmst du noch dein Kind mit? Ja, aber trotzdem kannst du ja in Deutschland am Ende das machen, was du willst. Und schon gar nicht. Natürlich kann es sein, dass du nicht auf Toleranz stößt, wenn du auf einem Bus oben ohne mit Regenbogenfahne tanzt. Aber wenn du doch deine Sexualität im Schlafzimmer auslebst, wo nur zwei Personen sind oder was der Geier, wo stößt du auf Intoleranz in Deutschland? Jeder kann doch das tun. So, und was wollen sie jetzt noch erreichen? Die sprechen eigentlich die Intoleranz über sich selber aus. Ja, wir werden nicht toleriert. Ihr werdet toleriert, ja? Genau. Ja, Juden mit Kippa in Deutschland werden zusammengeschlagen, angespuckt. Auch die müssen jetzt ihre Paraden machen, toleriert uns. Und ernten die damit Toleranz, wenn sie dann solche Paraden machen?
Natürlich nicht. Hier kein anders. Aber weil Sie auch gerade Herrn Lautmann im Bild haben, hier ist ja noch eine andere Komponente mit im Spiel, die das Ganze nahezu widerwärtig macht. Yep. Dass wir hier eine seltsame... Ich bin ehrlich überrascht, dass Sie die so sprechen lassen, weil heftig. Verquickung haben und nämlich vom Thema Pädophilie und Homosexualität, ja. Dass hier Leute in einem Vorstand sitzen, die kein Problem damit haben und damit wird das Ganze, bekommt es einen nahezu gefährlichen Beigeschmack. Denn warum... Definitiv. Warum hat man Menschen im Trägerverein, im Vorstand, die gezielt das Thema Öffnung der kindlichen Sexualität oder auch den Zugang von Erwachsenen zur Sexualität von Kindern zu ihrer Lebensaufgabe gemacht haben? Und jetzt will man also mit diesen Kindern über Sexualität von Erwachsenen sprechen. Ich halte das für unglaublich gefährlich, was hier passiert. Ja. Hier soll im Endeffekt Pädosexualität möglicherweise salonfähig gemacht werden oder irgendwie beiläufig diese Themen vermischt genau. werden. Und hier musste eigentlich... Wie war das, dass es Leute in der Szene gibt, die in dieses LGBTQ noch das P einfließen lassen genau, wollen für die Pädophilen? Ja, die haben sich jetzt gesagt, oh, wir finden uns auch diskriminiert. Und dann gibt es auch noch die tiersexuelle Fraktion, die auch das einfließen lassen wollen. Bin mal gespannt, ob diese zwei Buchstaben in den nächsten Jahren auch noch mit aufgenommen werden in diesen Kürzel. Ich glaube auf jeden Fall. Schauen wir mal. Müssen die Behörden einschreiten? Sag. Nur kurz, weil auch bei diesem LGBTQT, es gibt auch... in den USA damals Desmond is Amazing. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt von euch. Das ist ein kleiner Junge, der auf den Paraden mitgelaufen ist und alles. Der durfte plötzlich im Stripclub vor schwulen Männern, ich weiß nicht, wie alt er damals war, performen. Wo du denkst so, also allein deswegen sage ich, das ist schon alles auf dem Weg dahin. Das ist schon, die Straße ist geebnet. Die Publizistin Birgit Kelle regt sich darüber auf, über diese Form dieser neuen schwul-lesbischen Kita, die dort in Berlin-Schöneberg entstehen soll, und sagte, aus Kinderschutzgründen müsste die verhindert werden. Danke Ihnen, Frau Kelle. Danke. Gerne. Ja. An der Stelle sagt uns eure Meinung zu dem Thema. Ich finde es sehr kontrovers, ich finde es heftig, dass solche Themen zur Debatte stehen in Deutschland oder offene Türen stehen, die vor vielen Jahren nicht offen standen. Es birgt sehr viele Gefahren und Risiken für die deutsche Gesellschaft. Dieses Abschlittern, die Unmoral auch einfach. Ja. Wir wollen auch deine Meinung wissen. Und wo siehst du die Zukunft in Deutschland in 10, 20, 30 oder 40 Jahren? Was wünschst du dir für Deutschland? Lass eine Bewertung da, wenn du weitere solche Videos haben möchtest. Und liefer uns Vorschläge. Was für Videos sollen wir kommentieren? Schau auch im Video vorbei, warum ich das Fernsehinterview abgelehnt habe. Wir wünschen euch einen schönen Tag noch. Ciao, ciao. Macht's gut.